Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute reden wir über den dritten Teil einer Reihe, nämlich Creed 3. Und wie ich den Film fand, der zum ersten Mal von Michael B. Jordan inszeniert wurde, das verrate ich euch nach dem Trailer. One day you came back. The past came back too. There may have been a time when Damien had your back. No friends in the industry. But that's not what he's doing now. My brother's been my brother's man. They ain't no kidding me up that. Before I got locked up, I was the best. You a coward, bro. And a fraud. Try spending half your life in a cell. Watching somebody else live your life. I had to draw the line. I'm just getting started, little brother. I had to draw the line between my brothers and my enemies. I'm coming for it all. He's not gonna stop. Then you make him. The one and only Adonis Creed, you're the best pound for pound fighter in the world. 3 years ago, it's been a minute since you've been out in these streets. When I walked away from boxing, I walked away with some unfinished business. You see that man right there? Do you remember him? Hey, hey. No friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact. Let us start if we don't want to keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Don't let him destroy everything you've built. Everything we've built. Yeah, I had to draw the line between my brothers and my enemies. You out there boxing. I need you to start fighting. In Creed 3 geht es immer noch um Adonis Creed, gespielt von Michael B. Jordan, der endlich im Leben angekommen ist. Nachdem er den Sohn von Khal Drogo im zweiten Teil besiegt hat, hängt er seine Boxhandschuhe an den Nagel, kümmert sich um seine Familie. Seine Frau übrigens immer noch gespielt von Tessa Thompson, die mittlerweile auch ein Kind bekommen hat. Doch irgendwann kommt diese ganze Kindheit und all diese Jugend, die er mal hatte, die auch nicht ohne Probleme war, zurück in Form von Damien, ein Freund, den er in der Kindheit hatte. Der ist dann aber irgendwann ins Gefängnis gekommen. Seine Pläne einer Boxkarriere sind quasi stecken geblieben. Und nun kommt er raus, möchte Adonis fragen, ey, kann ich gegen dich boxen, und versucht seine letzte Chance zu nutzen, um einer der besten Boxer zu werden. Doch das Ding ist, dass er noch irgendwie was anderes im Schilde führt. Damien übrigens gespielt von Jonathan Majors, und ich hatte mich im Vorfeld auf den Film gefreut. Die Trailer-Kampagne war eher dürftig, ich glaube es gab einen einzigen Trailer. Ansonsten wurde die Kampagne quasi durch Poster und durch Stimmen irgendwie. Ich muss ja mal meinen Kater hauen, weil der nicht aufhören will, die ganze Zeit da irgendwie in seinem Bettchen zu pfoten. Nur das hört man in der Aufnahme. Und da war ich irgendwie erstmal erschrocken. Dachte mir, okay, die zeigen noch gar kein Bildmaterial. Ist das jetzt irgendwie... irgendwie ist der Film offenbar dann doch nicht so gut, wie er sein könnte. Sonst hätten sie schon viel mehr gezeigt. Aber... am Ende wurde man eines Besseren belehrt, denn Creed 3 ist kein wirklich guter Film, aber auch keine Katastrophe, die man anhand dieser Kampagne denken konnte. Denn Creed 3 ist zwar der schlechteste Teil der Reihe jetzt, also der Trilogie, ist aber immer noch gut genug, um für einen Kinogang gerechtfertigt zu sein. Michael B. Jordan ist immer noch super,
Tessa Thompson ist auch gut, aber das Ding, was hier diesen Film so ganz besonders macht, ist Jonathan Majors als Damien. Sobald der das Rampenlicht in diesem Film betritt, ist halt alles andere egal. Der übertüncht alle, der ist so gut mit seiner Atmosphäre, mit seinem Charisma, mit den Blicken, die er austauscht. Das ist so on point. Übrigens, ich kann meinen Kater nicht dazu bekommen, dass er da jetzt gerade nicht irgendwie drin fotet, aber was soll ich machen? Ich kann ihn jetzt nur die ganze Zeit mal antippen, dass er aufhört. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber er hört nicht auf. Und wo habe ich jetzt aufgehört? Ich musste jetzt gerade mal einen Schnitt machen, weil er hat einfach nicht aufgehört und es war zu laut in der Tonaufnahme. Ich finde gerade, wie gesagt, Jonathan Majors einfach überragend. Also der ist sensationell. Ansonsten bietet der Film eigentlich nichts, was wir nicht schon aus diesem Genre kennen. Es gibt wieder diese typischen Montagen, wie er irgendwie trainiert. Ich meine, das gehört mittlerweile ja dazu, aber irgendwann hat sich das auch totgearbeitet und der Film fühlt sich auch nicht an wie ein eigenständiger Film, sondern eher so zusammengeklaut aus unterschiedlichsten anderen Boxfilmen, die man alle schon gesehen hat. Da ist Rocky 5 drin, da ist Rocky 3 drin, da ist Million Dollar Baby drin, da ist was gibt's denn noch in dem Genre? Da ist Bloodsport drin, da ist Dragon Ball drin, erstaunlicherweise sogar. Jetzt habe ich sogar Schluck auf, ey. Diese Kritik ist ja gerade zum Scheitern verurteilt. Es tut mir leid. Und so fühlte sich das irgendwie an wie ein Film zusammengeklaut aus so unterschiedlichen anderen. Ist daher auch nicht so spannend. Ich konnte relativ schnell vorhersehen, wo das hingeht. Die ganze erste Hälfte ist ziemlich rudimentär, ziemlich langatmig. Geschichte gibt's nicht mehr wirklich viel. Und ja, am Ende ist das zwar ein Film, der so hin und wieder mal die Emotion eines alten Rocky aufleben lässt, aber das ist schon allein schwer deswegen, weil Sylvester Stallone halt fehlt. Und das merkt man auch, dass da irgendwie etwas fehlt. Ich finde, sie haben es einigermaßen gut gelöst. Michael B. Jordans Regiedebüt ist gar nicht mal so schlecht geworden, aber der Film hat so viele Kinderkrankheiten drin, dass ich hoffe, wenn sie weitermachen, und eigentlich sollten sie nicht weitermachen, es reicht jetzt, dann hoffentlich lernt Michael B. Jordan, wenn er nochmal Regie führt, aus den Fehlern, die er hier vielleicht gemacht hat. Von mir kriegt Creed 3 6 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film vielleicht sogar schon gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir hören uns morgen wieder, hoffentlich ohne eine nervige Katze im Hintergrund. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.